In diesem Video stellen wir Ihnen die Dachschräge im Möbeldesigner vor. Ich befinde mich bereits im Room Designer und ja, die Dachschräge, die Wand habe ich schon hingestellt. Jetzt möchte ich da noch eine Dachschräge erstmal draus machen. Darauf gehe ich auf den rechten Schenkel und sage Rechtsklick Eigenschaften. Klicke oben bei den Eigenschaften die Dachschräge an und dann kommen unten diese vier Maße, wovon Sie halt zwei eingeben müssen. In meinem Fall gebe ich jetzt einen Drempel von 1000 ein. Und einen 135 Grad Winkel und übernehme das halt mit dem grünen Haken. Und dann habe ich hier meine Dachschräge. Ja, jetzt gehe ich halt auf den Katalog und möchte in den Möbeldesigner. Und da gibt es jetzt seit ein paar Tagen das neue Möbel mit Dachschräge. Das klicke ich an. Hier ist es halt so, Sie wählen hier schon die Maße aus. Nicht bei den anderen Möbeldesigner-Möbel, wo es direkt rüber geht, sondern hier werden die Maße erstmal abgefragt. Ich habe jetzt eine Korpushöhe von 1800, eine Breite von 1250, die Tiefe, Endlossockel und die Sockelhöhe lasse ich so. Unten ist natürlich noch wichtig, den Abstand zum Dach von 70, wie wir in dem Bild sehen, für die Blende später. Das lasse ich jetzt so. Übernehme das mit dem grünen Haken und positioniere mir das Möbel erstmal da in die Ecke. Es kommt noch ein Hinweis, dass ich jetzt halt mit Eigenschaften dieses Möbel befüllen kann. Das machen wir gleich. Für mich jetzt erstmal, da ich ja 70 oben für die Blende gelassen habe, schiebe ich dieses Möbel in meine Endposition, sage ich mal, also nochmal 70 nach links für die Blende rechts später. Danach können Sie halt mit dem Rechtsklick auf dieses Möbel klicken und wählen Eigenschaften aus. Und jetzt startet der Möbeldesigner mit der Hülle, wo wir dann diese Hülle ja, befüllen können. Und das ist genauso wie bei den normalen geraden Möbeldesigner-Möbel. Ich wähle jetzt in meinem Fall mal die Zone 1 und baue jetzt ein Möbel mit der Seite links. Nehme halt das Plus, da ich ja schneller bin und immer wieder weitere Bauteile einfügen möchte. Nehme eine Seite rechts dazu und baue mir jetzt mein Möbel fertig. Den Oberboden und den Unterboden noch. Möchte ich hier noch das Möbel eine Teilung haben. Also ich weiß ja, dass später noch Fronten davor kommen. Deswegen nehme ich jetzt eine Mittelseite und sage, ich brauche zwei Seiten und füge diese noch ein. Dann entstehen ja drei neue Zonen. Und hier ist ja jetzt auch im Möbeldesigner der Vorteil, ich gehe jetzt auf die erste Zone, wähle mir hier meine Rückwand aus mit dem Plus wieder. Dann möchte ich schon Innenböden einbauen. Das sind jetzt feste Einzelböden, das ist über die Startwerte vorher definiert worden und die sollen eine Aufteilung haben von 350 zu 350 mm zu 1. Das Ganze übernehme ich jetzt mit dem grünen Haken, weil ich die Zone jetzt so erstmal gefüllt habe. Und das, was ich jetzt hier habe, jetzt habe ich ja weitere Unterzonen, das möchte ich mir hier rüber kopieren. Und dadurch wähle ich links im Baum halt die Zone 1.1, Rechtsklick kopieren und sage halt, hier füge ich dich ein. Und auf diese Seite in die Zone 1.1. Im Baum gehe ich jetzt nochmal drauf, wähle die große nochmal aus. Da soll jetzt noch eine Einzeltür davor. Über die Startwerte habe ich hier schon eingestellt. Tip on und Weitwinkeltopfwand. Rechts 7,5, dass ich gleich meine 4 mm Fuge habe. Genauso die Zone 1.2, auch eine Einzeltür. Und hier halt jetzt links 7,5. So, mein Möbel, die Inneneinteilung soll, ist damit erstmal fertig. Jetzt haben Sie hier halt die Möglichkeit, ich gehe unten links auf Zone Außen und wähle mir hier meine Blenden schon aus. Also eine Frontblende rechts. Die sage ich, du bist einschlagend, für die, weil ich ja Fronten davor habe. 70 breit, übernehme das. Nehme mir halt meine Blende oben noch mit dazu und sage der auch einschlagend 70. So. Möbel ist jetzt erstmal soweit fertig. Das übernehme ich jetzt mit dem grünen Haken in den Room Designer. Und dann steht es halt da, wo ich es vorher platziert habe. Und ich habe mein Möbel soweit konfiguriert. Für ein Angebot vielleicht. Jetzt wird es aber vielleicht so sein,
Möbel muss sich maßgeblich ändern und auch die Dachschräge ändert sich. Ja, und das ist jetzt die Besonderheit vom Möbeldesigner Dachschrägenmöbel. Sie brauchen jetzt nicht von vorne beginnen, sondern ich kann jetzt als erstes über Rechtsklick sehen wir Möbelmaße ändern. Das machen Sie im Home Designer, weil das Möbel sich auf die Wand noch anpassen muss, die wir ja im Möbeldesigner nicht haben. Also sage ich Möbelmaß ändern und sage anstatt 1350 1000. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Sieht das erstmal ein bisschen rot aus. Ich habe extra eine Dachschräge rechts genommen, weil ich Ihnen das zeigen möchte. Bei einer Dachschräge links wäre das Problem jetzt nicht aufgetreten, weil wir im Roomdesigner immer nach rechts Maße verlängern und von rechts wegnehmen. Dadurch, dass die Hülle jetzt kleiner ist, steht die nicht mehr in der Ecke. Also muss ich diese Hülle jetzt noch überschieben, Eingabe, diese 350 nach rechts schieben, damit es wieder an der Blende steht, an der Wand. So. Und als zweites mache ich jetzt noch gleich, ich gehe Rechtsklick auf die Eigenschaften der Dachschräge und ändere mal den Drempel. Da ich den nachgemessen habe, ist der nicht 1000, sondern 950 und der Winkel ist 130, also zusätzlich noch eine Änderung der Dachschräge. Jetzt passt sich die Hülle eigentlich schon der Dachschräge an. Um das Möbel darauf nochmal anzupassen, müssen Sie jetzt sagen Rechtsklick und dann Dachschräge neu ermitteln. Ja, dann geht es einmal in den Möbeldesigner, weil dieses Möbel sich daraufhin auf die neue Dachschrägensituation und die neue Breite umbaut. Aber auch noch zusätzlich, weil es könnte ja jetzt sein, dass ein Boden genau im Knick bei der Dachschräge steht, wo der kollidiert oder ähnliches. Also um vielleicht Fehler nochmal zu zeigen, wo Sie dann nochmal umplanen müssen. Aber wie wir jetzt jeden Augenblick sehen, haben wir das neue Möbel. Ja, ich mache das mal auf. Es ist nichts rot, es passt. Und das Möbel hat sich auf die neue Dachschräge angepasst. Hier oben links jetzt hätten wir jetzt, was auch neu ist, die Möglichkeit, also wir könnten zwei Möglichkeiten machen. Ich könnte auf die Seite links gehen und kann die jetzt mittlerweile, das geht im Möbelbau auch, nach oben verlängern. Wenn Sie das machen, was auch neu ist, dann gehe ich auf die Eigenschaften der Blende oben und würde dann die Blende links um minus 19 kürzen, weil die Seite ja nach oben läuft. Das wäre die eine Möglichkeit, wie Sie das hier oben verkleiden können. Oder ich gehe hier unten nochmal auf Zone außen und nehme mir die Anstellwange. Verlängere diese einmal für den Sockel um 100 nach unten und oben 120 zum Anpassen nachher in der Dachschräge. Übernehme das und habe jetzt halt diese saubere Konstruktion. Am Ende übernehme ich das Ganze nochmal in den Roomdesigner, damit ich es natürlich auch präsentieren kann. Und das Möbel baut sich so um. Und somit sehen wir, haben Sie jetzt den Vorteil in Dachschräge Möbeldesigner. Sie können die Maße ändern, Sie können die Dachschräge ändern und müssen nicht von vorne planen und haben halt sehr viel Zeitersparnis. Ja, und damit wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Funktion.